Hi Leute und willkommen zurück zu Metro Exodus. Wir sind jetzt in der neuen Stadt Novosibirsk angekommen und versuchen hier das Medikament für unsere Frau zu bekommen. Sie schläft. Geht ihr jetzt? Ja, ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Komm rein, Artyom. Puls ist kräftig. Sie ist nur erschöpft. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Komm bald zurück. Dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Anna ist stark. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm nur zurück. Los, geh, alter Mann. Ich hab's eilig. Ihre Ausrüstung, Herr Oberst. Vielen Dank. Artyom! Das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetan. Du wirst sie brauchen. Wow, nicht besonders viel. Damit wir... Okay. Noch irgendwelchen Stuff bekommen. Austauschen. Revolver. Ich vergesse immer, dass ich auch drücken muss. Okay. Die Sniper. Jetzt der Bogen. Druckluftsystem. Okay. Großmagazin. Und dann gibt's die Tihad oder die Helsing. Stabilität und Schussfolge. Machen wir das neue Ding, was er hier hat. Oder... Na komm, wir lassen den Bogen. Ich will dieses Luftdruckgewehr nicht mehr sehen. Okay. 17 Minuten, 3 Medikits. Die Sniper hatte diese Money und alle. Alles andere müssen wir so finden noch. Okay.
mit ihm oder darauf? Wo ist er jetzt? Er sagte, er wartet bei irgendeinem Auto. Doch nicht. Er lügt. Sind Sie bereit? Sind wir. Doch nicht. Also, Arthur. Wo ist das denn her? Das ist deine Chance. Unsere letzte Chance, Anna zu retten. Wir müssen sie nutzen. No. Steig auf. Artyom, versprich mir eins. Ihr geht dahin und kommt schnell wieder zurück. Wir machen Anna gesund und suchen uns alle einen Ort zum Leben. Du übernimmst die Leitung. Ich überwache die Straße. Die ist bestimmt nicht blitzblank. Viel Glück, meine Herren. Wir sind jetzt Ihre letzte Hoffnung. Waggons, die hier festsitzen. Eine fehlgeschlagene Evakuierung, denke ich. Er fällt genauso schlecht. Wir sollten versuchen, auf den Platz hinter dem Bahnhof zu gelangen. Da müsste der Eingang zur Metro sein. In Ordnung. Wir können den Wagen nicht zurücklassen. Wir brauchen ihn für den Rückweg. Also, auf geht's. Zu deinem Traum. Wünschst du dir, dass wir nie aufgebrochen wären? Das sehe ich. Naja, lass uns diese Gefühle für den Moment einfach mal beiseite legen, Artyom. Das kriegen wir hin. Alter Mann, habe ich dir das schon gesagt, dass alle, mit denen ich unterwegs bin, immer irgendwas ich glaube, passiert? Da können wir durchkommen. Festhalten! Verkehr blockieren und die Stadt wurde mitten während der Evakuierung getroffen. Darf ich auch raus? Hier kommen wir definitiv nicht in die Metro. Zu viel Schnee. Übernimm das Steuer, Artyom. Verdammt. Also gut. Laut Karte ist der Eingang zur Metro ganz in der Nähe. Wie den Weg da lang, den man offensichtlich sieht. Vielleicht. Auf dieser Straße müssten wir ins Stadtzentrum kommen. Nimm die. Aber halte weiter die Augen offen. Vielleicht gibt es auch unterwegs schon einen Eingang zur Metro. Oh, so viel Schnee. Und der Sturm wird jede Minute heftiger. Ach, komisches Gefühl. Die Gebäude sind intakt, aber die Stadt ist tot. Meinst du nicht, dass Moskau besser war? Verdammt, also gut. Fahr direkt durch den Hof. Etwas anderes bleibt uns nicht übrig. Hier, der Hof zur Linken. Nicht so hektisch. Wenn wir stecken bleiben, sind wir erledigt. Geradeaus. Vorsichtig, Arthur. Vorsichtig.
Wetter wird immer schlimmer. Genau wie die Strahlung. Ach, hier können wir nicht bleiben. Da links. Da, über den Weg müssten wir wieder zur Hauptstraße kommen. Gottverdammt! Noch ein Haufen Autos. Hier scheint ein Panzer durchgefahren zu sein. Das war's wohl mit dem Wagen. Jetzt müssen wir zu Fuß weiter. Und wir müssen uns beeilen. Die Strahlung steigt an und die Filter halten. Ich kann nicht sprinten, also hüpfe ich jetzt. Es geht echt nicht. Jetzt kann ich wieder. Der Mann. Guck mal da. Ja, das vermute ich auch, aber ich lasse dich mal vorrutschen. Wenn ich nicht sterben möchte. Durch den Bus! Ich soll durch den Bus rutschen. Das schaffe ich. Episch auf die Schnauze gefallen. Dass ich auch überlege, wie wir da wieder hochkommen. Nee, hast du nicht. Endlich sind wir da. Jetzt müssen wir den Weg ins Stadtzentrum finden. Das ist mal ein Einsturz. Irgendwelche Vorschläge, wie wir in den Tunnel kommen? Nö. Mach auf das Ding. Ich dachte, ihr macht durch den Waggon. Ich helfe dir, ihn zu öffnen. Lass uns das machen. Oh, hallo. Habt ihr Loot? Guten Tag. Überall Skelette. Die liegen schon mindestens 20 Jahre hier. Ah, dann haben die kein Loot. Lass uns weitergehen. Ja, geh. Und die Augen offen halten. Die tun uns nichts mehr. Die Überlebenden aber vielleicht schon. Wir müssen zur Station am Leninplatz. Das Institut ist nur einen Steinwurf von dort entfernt. Die Metro ist hier nicht sehr tief und durch die starke Strahlung haben die Menschen hier vermutlich nicht lange Lust. Hier unten ist es etwas sicherer. Da oben haben wir allerdings mindestens die dreifache Dosis. Ach so, jetzt muss ich auf einmal den Filter schon wechseln. Bewegung raus. Was sagt man dazu? Wir können die Luft hier atmen. Wie kann das abnehmen? Schon wieder Mutanten. Das ist nice. Die haben es auf uns abgesehen. Tja, sollen sie es doch versuchen.
Ja, geh weiter, alter Mann. Geh. Der direkte Weg ist versperrt. Ach so. Geh dich mal um, Artyom. Ja, natürlich. Wir müssen in den angrenzenden Tunnel gelangen. Da kommt es von links irgendwas. Artyom, festhalten! Nimm das! Alles in Ordnung? Gut. Na los, kommt schon! Ja, schießt euch mit dem Alten, ich gehe weiter. Komm, alter Mann. Nein. Geh vor, ich bin gern am Leben. Los. Hopp. Da ist irgendwas im Wasser. Wir gehen besser raus. Ich bin schon aus dem Wasser. Verdammt, jetzt muss ich wieder ins Wasser rein. Hier könnten wir rausgehen. Und hier sind die Einheimischen. Erinnert an das Massengrab in Moskau, oder? 8000 Kilometer weiter. Und wir sind schon wieder an einem Massengrab. Ich frage mich, diese Leute sind höchstens vor einem Jahr gestorben. Vermutlich alles Überlebende des Angriffs. Halte dich bereit. Komm nun und pass auf. Was hier passiert ist. Sie sind alle hingerichtet worden. Das sieht überhaupt nicht nach Krieg aus.
Scherzen gefallen mir nicht. Jeden Moment könnte hier alles einstürzen. Das ist ein Stichwort. Mal sehen. Sieh dir den Staub an. Scheint aber stabil zu sein. Auf geht's. Na, das verstehe ich jetzt aber auch nicht. Wenn oben die Strahlung zigmal höher ist als bei uns da in Moskau. Warum kann man denn hier unten normal atmen? Das müsste doch auch hier unten dann zigmal höher sein. Geh weiter, tu nicht so. Wir sind im Außenbereich einer Station. Moment, ich zünde eine Leuchtfackel. Aha, warum habe ich sowas nicht? Verdammt, Alter. Immerhin war Krieg. Das hat mir um einiges das Leben leichter gemacht, als immer diese Skorpion-Spinnenviecher ankamen, die Angst vor Licht hatten, wenn ich sowas gehabt hätte. Joa. Sie hatten alles mit gepanzerten Draisinen verteidigt. Und als die ausgeschaltet wurden, sprengten sie den Tunnel. Die Verstärkung kam nie an. Gehen wir zur Station. Vielleicht können wir dort etwas herausfinden. Ach, unsere alte Freundin, die Duschka. Eine ausgewachsene Belagerung. Die Verteidiger haben den Eingang der Station beschützt. Hier hat es einige Überlebende gegeben, bis sie sich gegenseitig umgebracht haben. In Moskau scheint die Lüge immerhin funktioniert zu haben. Was ist wohl besser? Mit einer Lüge zu leben oder durch die Wahrheit zu sterben? Das? Ich fühle mich merkwürdig. Alter Mann, du willst jetzt hier nicht umfallen, ne? Dich trag ich nicht. Alles in Ordnung? Siehst du auch Dinge? Strahlung. Wir haben ziemlich viel abbekommen. Oh, fuck. Ist was. Irgendwas ist da. Noch ein Grab. Halt, stopp. Hier hat die Schlacht geendet. Lass uns das Tor versuchen. Es müsste zur nächsten Station führen. Das da? Was war das? Da, schon wieder. Oh, was zum Teufel? Mutanten, Feuer! Glück habe ich gerade gespeichert. Lad doch nach, du Olli. Kann doch wohl nicht sein. Das war knapp.
Warum schießt du nicht, alter Mann? Willst du mich wohl umbringen, wa? Jetzt mach dieses Scheiß auf. Na los. Wir sind geradewegs in ihre Höhle gegangen. Da macht der Typ keinen Schuss, Alter. Muni verschwinden mit dem Pfeil. Das reicht. Leck mich auf doch. Geht's. Und dann liegt hier nichts, ey. Mach du unnutzer Typ. Mach. Ich schwör, ich back mich durch dich durch. Station vergast. Daher die Hekatombe. Die haben mir wirklich Ärger geladen. So viel Staub. Seit langem verlassen. Okay. Kommst du mit? Danke. Sowas nervt mich halt immer, wenn man... Sieh dich hier um, Artyom. Vielleicht findest du noch etwas Nützliches. Na, geh oder schieß dir im Arsch. Nee. Nee. Hm. Da vielleicht noch. Komm mal da. Okay, also gibt's da unten vielleicht noch was. Die Metrosysteme wurden alle gleich gebaut. Also sollte es auch hier ein Belüftungssystem geben. Also gut, wenn wir von hier aus weitergehen, müssten wir in den Belüftungstunnel und von dort zum nächsten Streckentunnel gelangen. Das sieht nach Kampfarena aus. Gehen wir da runter. Los. Verdammtes Stück Stahl. Da, Fußabdrücke. Ich glaube nicht. Ich hasse es, dass man keine Mollus so machen kann. Jetzt kann ich, alter Mann.
schon! Viel Glück! Voll die Verfolgungsmusik, Junge. Kann ich mehr Licht haben? Danke. Macht wieder das Licht aus. Hör mal auf, dort das Feuerzeug außer Hand zu legen. Was ist da los bei dir? Hi, alter Mann. Kann es sein, dass das ein dummes Kind ist? Entweder werden wir jetzt direkt zu dem Lager geführt oder... Wir sind gleich in der Falle. Hier ist er nicht gelaufen. Das hätte ich bemerkt. Sieh auf dieser Seite nach. Ich schaue hier. Komm raus! Wir tun dir nichts! Sprech nur für dich selber, alter Mann. Ich erschieße. Und... Hey, wir wissen, dass du hier bist! Nicht im Schrank Nummer 1. Es gibt nichts zu befürchten. Wir wollen nur reden. Schnapp ihn dir, Archon. Halt! Wo willst du denn hin? Endlich! Warum bist du weggelaufen? Na los, sprich, Soldat! Identifiziere dich! Gefreiter Kirill Kletnikov, schnelle Eingreiftruppe, Auskunft. Mehr werden Sie von mir nicht erfahren. Sie können mich jetzt also auch umbringen. Gut, Gefreiter. Wir wollen niemandem etwas tun. Bring uns nur zu deinem Befehlshaber. Was meinen Sie damit, Sie wollen niemandem etwas tun? Ich bin von der Auskunft. Sind Sie nicht von denen? Denen? Ich weiß nicht, was du damit meinst, aber wenn sie Kinder töten, dann sind wir definitiv gegen sie. Also bring uns zu deinem Befehlshaber. Was wollen sie denn von ihm? Wir sind in einem wichtigen Einsatz, dessen Details nur hochrangige Offiziere erfahren dürfen. Bring uns einfach zu ihm. Abgesehen davon hast du keine große Wahl. Also gut. Keine krummen Dinger, hörst du? Na, endlich mal eine mit Licht. Die Station ist in der Nähe. Welche Station ist das? Welche? Natürlich der Prospekt. Nur noch ein Abschnitt bis zum Institut. Nicht mehr weit, Archer. Moment. Alles klar. Komm schon. Sie sagten, es sei nicht mehr weit. Aber was wollen Sie im Institut? Du bist hartnäckig. Wir sind in einem Einsatz. Mehr kann ich nicht sagen.
Ein Einsatz im Institut? Aber da gibt es kein grünes Zeug mehr. Grünes Zeug? Was ist das? Das wissen Sie nicht? Moment mal, von welcher Station kommen Sie? Archom kommt von der Ausstellung und ich von der Police. Hä? Wo ist das denn? In Moskau, Soldat. Halt! Verdammt! Dinosalis! Helfen Sie mir! Na los! Bitte! Alter, Mann, wehe, du triffst mich. Das war so klar. Wir schaffen es! Hallo? Ach, beweg dich doch ein Stück nach hinten, du. Friss eine Granate! Halt die durch, Archon! Gefällt euch das, hä? Ich dachte, der macht hier irgendwas auf. Sieh nur, wie sie laufen. Wie in den alten Zeiten. Du hättest das nicht gleich schmeißen können, nein. Gefreiter Kletnikow, du kannst jetzt rauskommen. Hey, wo bist du hin? Ist er gerade weggelaufen? Wie sollen wir ihn jetzt finden? Ich arbeite schon dran. Ich bin hier. Ha, war noch nur ein paar Mutanten. Sind Sie wirklich aus Moskau? Sind wir. Ich bin Oberst Miller, Anführer einer Spezialeinheit. Und Artyom hier ist einer meiner Untergebenen. Wir sind mit einem Zug aus Moskau gekommen. Wow, das ist cool. Warten Sie einen Moment. Ich öffne das Tor. Okay, dann machen wir im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.